Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge aus unserem neuen Imperium. Wir sind dabei, unsere Infrastruktur auszubauen. Unsere ganzen Schiffe hier, ja, die machen im Moment hier so ein bisschen den Rest. Das klappt auch an sich ganz gut. Wo liegen die denn eigentlich hin hier? Ah, die haben wir da unten ans Tor geschickt, okay. So, dann müssten wir hier noch Zerstörer haben. Einer wurde ja leider gekillt bei der Aktion gegen die Osaka, die da noch waren. Im Pio-Gebiet haben wir soweit auch alles erledigt. Da sind auch vereinzelt Stationen. Die haben wir jetzt aber auch so langsam angewiesen. Ich glaube, hier war auch irgendwo noch eine. Die ist jetzt mittlerweile down. Dann können wir die prinzipiell hier abziehen. Das heißt, die zwei Reinflotten hier. Da ist nur die eine. Die ziehen wir mit hier in die letzten Sektoren. Gucken wir mal, wer hier noch frei ist von unseren Flotten. Die sind alle dabei. Die anderen müssen auch noch die Tore ein bisschen halten aktuell. Wir bauen hier schon nach und nach die ganzen Stationen zur Übernahme. Da müsste eigentlich auch ja, alles soweit gedeckelt sein. Können wir jetzt hier in den Folgesektoren auch mal machen. Wenn wir jetzt neue Bauplätze hier einmal aufstellen. So, das Ganze hier im Nachbarsektor noch. Also das hier ist jetzt eigentlich ein Selbstläufer. Die haben da eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten mehr, überhaupt irgendwas zu machen. Unsere Haupt-Behemoth-Flotte weisen wir jetzt einfach mal an, hier noch die letzten verbliebenen Stationen zu zerstören. Das waren hier, glaube ich, noch drei. So, und die werden wir jetzt hier noch befüttern. Gucken wir mal einmal durch. Müssten doch eigentlich hier noch Energiezellen haben. Dann können wir die schon mal auf beide Stationen befüllen. So, gucken wir mal weiter. Hüllental hätten wir auch noch ein Schiff hier. Okay, das reicht nicht ganz. Mal gucken, ob wir noch irgendwo... Ne, okay, haben wir jetzt nichts mehr über. Ist aber nicht schlimm, dann kaufen wir die Sachen einfach hier ein. Können wir sogar in unserer eigenen Station hier organisieren.
So, als letztes noch die Nanotronik. Die sollten wir auch irgendwo in der Nähe bekommen. Ja, das sieht doch eigentlich hier gut aus. Soll doch eigentlich gar nicht so teuer sein. 216. So, damit wären die alle schon mal gestellt. So, hier das Stimulantienlabor, das wird jetzt noch angegriffen. Sieht aber eigentlich bis jetzt auch gut aus. Das ganze Kleinzeug hier, so Baulager, das ist dann noch die Schönarbeit. Die machen wir dann, wenn wir mal Zeit haben. Interessant hier, dass sie die Bolo haben. So, hier im Sektor, wo bleibt denn hier eigentlich das Schiff? Oh ne, ist schon da, da fehlt nur noch die Ware. Wer soll denn das hier anliefern überhaupt? Die Helios 2. Auf die warten wir aber auch schon ewig. Die ist unterwegs. Die wird ja so ein bisschen genervt von den Xenon hier. Setzen da jetzt mal zwei Moreia drauf an. Sollte eigentlich passen. Was ist denn das hier? Das ist ein B. Na, soll trotzdem eigentlich ausreichen. Und dann haben wir hier bald unsere Karte komplett. Den Rest übernehmen wir jetzt nach und nach. Und wir beginnen hier schon mal mit dem Aufbau. Gucken wir jetzt mal einfach hier mal auf die Station drauf. Also Erz wird soweit nachgeliefert. Reicht aber auch nicht aus. Wir haben da zwei Miner aktuell drauf. Wir werden das mal erweitern. Gott, wo haben wir denn hier die ganzen Mineralien meiner. Ich denke mal, wir packen einfach mal noch zwei mit drauf. Das sind ja Initialkosten, das heißt, wir haben ja keine laufenden Kosten mit den Schiffen, von daher ist es eigentlich wurscht. Allerdings, wenn es zu viele werden, haben wir irgendwann das Problem, dass halt das Dreier-Landedock eben nicht mehr ausreichen wird. Brauchen unbedingt mal noch ein paar Miner. Gucken mal, wo wir die einkaufen können. Wenn wir mal 40 bestellen, das könnte gerade so passen. Ja, bei den Argonen ist es im Moment ein bisschen schwierig. Gucken wir mal bei den hier eine Drillfleisch kaufen. Da auch mal noch 20 in Auftrag geben.
Dann können wir die Station dann ordentlich hier bestücken. Bei dem Silizium hatten wir ja, glaube ich, schon auf 4 erhöht. Mal gucken, wie sich das hier mittlerweile verhält. Hält sich auch in Grenzen. Mich wundert das ein bisschen. Ich dachte eigentlich, wir kommen mit wesentlich weniger aus. Die Frage ist, sind die schon alle hier im Sekt? Wir haben sogar 6 Miner mittlerweile. Wir werden mal mit einer Qualle hier ein bisschen. Wir setzen hier einfach mal Ressourcensonden noch aus. Ob das was nutzt, zumindest habe ich mal gelesen, dass es von Vorteil wäre. Das werden wir dann noch sehen. Unten fehlt noch komplett die Nanotronik auf den Stationen. Können wir dann eigentlich auch mal so langsam anliefern. Wir müssten ja eigentlich hier noch ein Schiff haben. Das Nanotronik übrig hat. Erwarte Befehle. So, wir haben ja noch ein paar Helios frei, die werden wir nutzen, damit es hier mal schneller geht. Und wir sollten dann auch im späteren Verlauf mal gucken, dass wir selber Nanotronik produzieren, dass wir wirklich komplett autark sind, überhaupt nichts mehr von extern brauchen. Das wäre eigentlich momentan so der Weg, wo ich hin möchte. So, nächste Helios. Denn wir wollen ja noch wesentlich mehr Stationen bauen. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. Antimateriezellen, wie sieht es hier aus? Das funktioniert. Das mit dem Wasser sammeln, das klappt eigentlich ganz gut. Die Bohr liefern die auch in der Tat ab. Das heißt, die sollten hier im Zentrallager ankommen. Da füllen sich auch jetzt endlich mal die Energiezellen, Antimateriezellen, Siliziumscheiben. Das sieht doch gut aus. Ja, hier wird aber jetzt, ich glaube, das war gar nicht so verkehrt hier mit den ganzen Landebuchten. Es war ja auch gezielt auf M-Schiffe ausgelegt, einfach weil das Raumpier zu bauen unheimlich teuer ist. Und ja, mit den M-Schiffen klappt das eigentlich ganz gut. Da wir hier keine Kargbelästigung und so weiter haben, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. So, da werden wir jetzt hier noch die letzten Miner anweisen. Das kann hier Metallveredelung machen, war noch Schürfen, 2 Stück mit dabei. Ich meine, selbst wenn das Lager dann voll ist, ist das auch kein Problem. Vom Lagerplatz her an sich wird es auf jeden Fall reichen. Thank you.
Im Zweifelsfall kommt da eben noch ein Doc mit dabei, das ist dann auch kein Problem, aber geplant war es jetzt erstmal so und ja, doch mehr meiner als gedacht im Betrieb. Aber okay. So, wie sieht es hier mit der Station aus? Da wird noch gebaut. Das hier wird die Graphenproduktion. Da werden wir dann auch Gasminer benötigen. Ich schätze jetzt auch mal mit 4 Stück pro Station. Das Erwarte heißt, da Befehle. können wir mal gucken. Da brauchen wir eigentlich 16 davon. Da haben wir aktuell nur 6 Stück hier eingekauft. Da werden wir jetzt einfach mal noch welche bestellen. Können wir ja einfach auch hier bei den Agonen mal versuchen einzukaufen, dass wir hier mal ein paar andere Schiffe noch sehen. Keine Ahnung, kaufen wir einfach mal 20 Stück ein. Die Energiezellenbelieferung funktioniert eigentlich ganz gut. Was haben wir denn hier rumfliegen? Ein Xenon-Schiff. Gut, können wir relativ simpel lösen. Wir weisen jetzt einfach hier mal Moreia zur Verteidigung hier hinzu. Deswegen werden die wahrscheinlich auch hier angegriffen. Und dann haben wir hier noch so einen Mini-Zerstörer. Hier den Kollegen, den nennen wir jetzt einfach hier mal Patrouille 1. Den werden wir jetzt hier im Sektor einfach patrouillieren lassen. So, wo sind wir dann da? Saturn 1. Denn wir haben an sich ja keine Verteidigung irgendwo mit dabei. Von daher. Aber durch unsere Satellitenabdeckung sehen wir eigentlich alles ganz gut. Den hier brauchen wir gar nicht. Okay, so hier unten geht's gut voran. Die haben wir da oben stehen. Moment, wo sind wir denn hier? Okay, die haben die Station jetzt gekillt. Hier wird auch nichts mehr gebaut bisher. Dann ziehen wir die einfach hier in den Sektor mit rein. So, unsere Behemoths sind hier oben beschäftigt mit der Station. Das scheint zu funktionieren. Bin auch ein bisschen schlecht, wie ich finde. Die stellen wir mal auf Angriff, weil irgendwie machen die hier gar nichts. Die Splitterkunden hier irgendwie den ganzen Raum.
euch mal an, wie die Station jetzt hier angeflogen wird. Und da sind noch gar nicht mal alle Fabriken gebaut. Wir haben unheimlich viele kleine M-Schiffe hier im Betrieb. Das war aber auch so geplant. Ich dachte nur nicht, dass es so viele werden, aber okay. Wir stehen halt hier teilweise ein bisschen dumm auf gleichem Platz, aber ja, lassen wir jetzt einfach mal so. Jetzt können wir mal schauen. Wir haben jetzt, glaube ich, bald alle Waren dann hier schon in der Produktion. Gucken wir uns einfach mal auf der Schiffswerft hier um. Siliziumscheiben, veredelte Metalle, Graphen-Kühlmittel. Das Kühlmittel oben, das haben wir glaube ich noch nicht. Bei dem Graphen sind wir gerade dran und Antimateriezellen haben wir auch. Letzten Schiffe, das ist dann auch der letzte Sektor. Da kommen die Miner, die Morea als Verteidigung. Guck mal, die gehören doch hier zur Patrouille. Liegt das Teil denn hier überhaupt? Ja, okay. Oder die Formation vielleicht mal ein bisschen optimieren. Machen wir hier einfach mal so einen Halbkreis draus. Das sieht vielleicht ein bisschen intelligenter aus. So, der Xenon hier, der wird jetzt auch angegriffen. Haben eine echte Blut an Transportern. So, mit dem ersten sollte sich klären. Wenn hier gegebenenfalls sogar noch Transporter draufschmeißen. Diese Lithiumproduktion, die stockt jetzt hier die ganze Zeit ein bisschen. Ich hoffe, dass das jetzt hier endlich mit den Minern besser wird. Wenn nicht, bekommen die eben noch ein paar mehr. Ja, da fliegt noch ein Schürfer hier mit rum. So, und er hier, den lassen wir jetzt mal reparieren. Das geht mir so ein bisschen auf den Nerv gerade. Muss noch irgendwo hier ein Nachschubschiff hier mit dabei haben. Dann reparieren wir den da einfach. Was sogar auch der Kolossus machen können. So, machen wir es hier, die ist näher ran.
Und hier haben wir auch schon hier was abbekommen. Wir werden die Defekten jetzt einfach mal reparieren lassen, dass wir hier diese Balken da mal rausbekommen. Das sind ja auch noch die alten Modelle. Den da ganz unten mal noch zerstören. Ja, an sich werden wir sonst hier nichts mehr machen. Wir können auch hier schon mal den Bau eröffnen für die Übernahme des Sektors. Gucken wir mal, welche Helios hier denn noch was übrig haben. So, Energiezellen, da haben wir immer genug. Das ist sowieso jetzt gar kein Problem mehr. Hüllenteile. So, mit Glück hier noch ein bisschen Nanotronik. Ja, das reicht sogar. Wir werden jetzt nach und nach die Sektoren hier in unser Imperium eingegliedert. Hier oben hatten wir irgendwo ja, genau, das sind die Fabriken. Jetzt soll mal gerade gucken, was ist das denn hier eigentlich? Das ist einmal nichts. Den Bauplatz, den schmeißen wir raus. Da sehen wir auch noch irgendwas, was gebaut werden soll, wie es scheint. Haben wir hier aber überall irgendwie noch mit drin. Die B-Mod haben die Station ja gleich kaputt. Lass uns mal unsere Solaranlage hier begutachten. Erreiche Merkur. Das sieht gar nicht so spektakulär aus. Wir gucken mal noch drauf. Eigentlich jetzt gar nichts so Besonderes, aber wir können die ja noch ein bisschen erweitern. Ich denke, das machen wir auch. Vor allem vielleicht hier noch einen Undock-Bereich mit dazu. Lass mal gucken, wie wir das hier vielleicht noch ein bisschen schicker machen. Das passt leider so nicht. Ich habe ja eine Idee.
Gucken wir einfach mal eins weiter. Naja, passt auch nicht. Müssen wir jetzt wirklich noch was längere hier nehmen? Ja, mit den tyrannischen Solarzellen wäre es sogar ein bisschen einfacher gewesen, hätten wir noch ein bisschen variieren können. Aber das stört jetzt auch nicht weiter. Ja, keine Ahnung, wir machen jetzt mal hier. So, und wenn wir jetzt vielleicht noch eins vorsetzen, gucken wir uns das erstmal an, bevor wir das hier ausrichten. Das passt nicht auf jeder Seite, interessanterweise. Haben wir den Bauplatz denn eigentlich schon komplett hier ausgeschöpft? Lasst uns mal schauen. Was war das hier? Ne, den haben wir noch gar nicht komplett groß gezogen. Das doch mal so. Ich schätze aber dennoch gerne hier drauf. Ah, hier werden wir es mit draufsetzen. Ja, die sitzen halt echt ein bisschen schlecht hier immer drüber. Ja, das würde aber passen. Da spielt es auch eigentlich keine Rolle, welche Seite. Machen wir einfach hier mal noch ein paar dazu. So, gucken wir mal hier rein. Wenn wir Glück haben, passen vielleicht sogar noch ein paar Lager dazwischen. Nee, leider nicht. Das hätten wir ein bisschen anders machen.
Ja, komm, wir machen das jetzt mal so hier. Bauen da jetzt aber hier noch eine Stütze rein. Wir müssten es theoretisch nicht unbedingt. Ich finde aber, es sieht einfach besser aus. Ja, das wird auch jetzt wieder teuer werden. Viel größer muss das Teil ja auch eigentlich gar nicht sein. Alle jetzt gerade oder? Das sieht gut aus. So, mal gucken, wie wir jetzt hier beikommen. Was haben wir denn noch für Lagermodule? Wir hätten auch noch argonische Lagermodule. Das ist echt hier von unten immer ein bisschen schwierig, das zu bearbeiten. Warum passt denn das da unten nicht? Die sind zu breit da, ohne Witz. Okay. Ja, dann lass das hier mal. Ja, wir bekommen das schon hier rein. Müssen wir sie nur anders drehen, im Grunde verkehrt herum. Dann sollte es eigentlich passen. Die passen doch auch so hier hin. Warum hier nicht? Ja, mit was steht denn das Teil hier?
Dann lassen wir die eben hier aus. Haben wir jetzt zu den vier hier noch einige mehr. Wir bauen das jetzt einfach mal so. Kostet hier wieder Unmengen an Ressourcen die Station. So, welche sind denn hier frei? Haben wir einen Argonen? Ich befürchte, wir müssen es manuell anliefern. Das hier vielleicht schon passt. Erwarte Befehle. So einfach. So, wir löschen das hier Modul einfach nochmal. Dann ist mal so ein Höhenkonstrukt hier. Bekommen wir nämlich hier noch einen zweiten Parkbereich mit dran. Können wir das Teil hier, glaube ich, weglassen. Ja, so werden wir es bauen. Aktuell geht das hier noch, aber ich vermute, in der Zukunft werden da mehr andocken müssen. So, wie sieht es hier unten im Sektor aus? Das sind unsere Schiffe daran. Und dann wären wir hier im Sektor eigentlich auch schon soweit fertig. Die eine Station da unten noch. Ich vermute, sonst wird hier auch nichts sein. Können wir schon mal die Asgard hier runterziehen. So, die sind jetzt hier beide noch an der Station. Wir lassen die hier raus und schmeißen die jetzt einfach mal hier in den Sektor rein. Osaka oder ähnliches haben wir hier, glaube ich, eh nicht mehr. Ist also eigentlich überhaupt kein Problem. Die Flotte 6 können wir direkt schon mal hier an die nächste Station ransetzen. So, und die zwei, ja, da wollen sie schon wieder was bauen. Das ist mega nervig da in dem Sektor. Schmeißen wir dann hier vor die Medikamentenfabrik. Das gucken wir uns dann aber selber an. Wir können jetzt mal was versuchen. Nein, nee, komm, wir lassen es einfach. So, die Stationen hier sind im Bau. Antimateriezellen, das passt. Ich glaube, wir werden mehr Transporter brauchen. Metallveredelung. Das funktioniert jetzt hier, aber wir kommen hier eigentlich gar nicht nach. Wir werden dann noch Transporter brauchen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch welche übrig? Und jetzt sollten wir da noch welche einkaufen oder bei Bedarf einfach selber bauen.
Gucke mal, ob wir hier welche herbekommen. Machen wir mal zur Abwechslung hier so einen Merkur. Er braucht Elektronikkomponenten. Hatten wir nicht noch? Doch, wir haben ja noch Bohr hier übrig. Die Station hat aktuell 2 Transporter. Die sind auch immer aktiv. Und er hier sollte sich mal reparieren lassen. Schmeißen wir noch einen dritten Transporter mit drauf. Ja, als Komplex ist es wesentlich einfacher. Aber genau diese vielen Schiffe waren ja so gewollt, einfach, dass hier mal ein bisschen Leben reinkommt. So, müssten jetzt eigentlich alle haben. Im Silizium, das passt eigentlich, da kommen die 2 Transporter gut hin, weil einfach gar nicht die Masse produziert wird. Und Metalle haben wir echt schon viele hier. Mit dabei. So, und hier oben die Station, die können wir dann auch jetzt mal anfangen zu beliefern. Fangen wir mal mit dem einfachsten an hier, Energiezellen. Was haben wir denn da noch für ein Baulager stehen? Ach, das ist nur ein Baulager. Okay, gut, dann brauchen wir da eigentlich auch nichts zu machen. Verbrauchen unheimlich viele Energiezellen, aber hier die Station produziert immer noch wesentlich mehr, als wir eigentlich bräuchten. So schön, dass das hier so halbwegs funktioniert. Lithium-Raffinerie. Das läuft jetzt hier scheinbar auch mal an. Wir brauchen halt unheimlich viel Silizium. Wie viele Miner haben wir denn da jetzt drauf? Ich glaube 6 Stück. Eigentlich, das sollte jetzt halbwegs mal reichen. So, und hier oben haben wir jetzt die Energiezellen mit draufgepackt. Guck
gucken, welche Helios hier noch ein paar Materialien überhaupt. Die können wir dann direkt hier abladen. Hüllenteile bekommen wir von unserer eigenen Station. Die Landeflächen werden auf jeden Fall genutzt. Das sollte echt kein Problem sein. Vor allem, weil da noch einige dazukommen werden. Die ganzen Stationen hier sind ja noch gar nicht fertig. Die sind im Bau. Was ist denn hier hops gegangen? Jetzt hier in der Tat noch ein Zerstörer verloren. Durch was denn? Wir doch eigentlich auch im Protokoll sehen können. Das sehen wir aber gar nicht. Das war die BSX 961 durch Jägerstaffel Sichel. Ja, von der F6, okay, durch die Sichel zerstört. Durch ihn hier vermutlich. Aber das klären wir jetzt ja mit ohne Begleitschiff. Ist echt hier ein bisschen lustig hier mit den Kollegen. Da gehen wir mal auf unseren Zerstörer. Erreiche Erde.
nehmen denn hier unsere Plasma gar nicht auf? Medikamentenfabrik. Okay, da können wir mal mit unserem Storch hier die ganzen Stationen mal befüttern. So, da hätten wir alle. So, und hier ein paar Kleinschiffe. Die sollen jetzt mal die Sichel hier zerstören, dass die mal weg ist. Da ist noch eine Katana unterwegs. Lassen wir jetzt einfach hier die Odachi drauf. Flotte 2, die hat auch schon Angriffsbefehl. Das sieht doch gut aus hier. Und dass wir hier so viele Miner rumfliegen haben. Ich hoffe nur, dass das mit dem Silizium jetzt halbwegs mal funktioniert. Ich würde ja fast behaupten, es funktioniert immer noch nicht. Bedarf ist halt extrem hoch hier. Machen wir
hier die zwei Drill geschmeißen. Da ist jeweils noch zwei Schiffe mit drauf. Oh, wir haben auch noch diverse eingekauft, oder? Ja, da haben wir noch ein paar Bluetooths. Denn solange die da am Schiffen sind, blockieren die auch eigentlich gar nicht den Landebereich. Von daher sollte das trotzdem funktionieren. So, da hätten wir überall 8 mit drauf. Ich hoffe, das reicht dann, dass zumindest mal kein Engpass mehr da ist. Bei Energiezellen, die sind jetzt hier am Limit. Da werden immer wieder welche abgefahren, das ist kein Problem. Edle Metalle werden ohne Ende hier eingeliefert. Lithiumscheiben füllen sich auch so langsam. Dann sind natürlich irgendwann alle Lager voll, denn hier wird auch nichts eingekauft. Das ist auch tatsächlich erstmal so gewollt. Müssten wir jetzt eigentlich noch irgendwelche Handelsregeln reinmachen, dass nur unsere Schiffe da arbeiten können, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. So, die zwei Sektoren haben wir jetzt auch schon in unserer Hand. Die letzte ist gerade im Bau. Ich vermute, da fehlt nur noch das letzte Modul. In einer Minute ist die Geschichte dann auch unser. Hier oben wird alles abgeschossen, was reinkommt. Könnten wir einige Xenon-Schiffe hier übernehmen. Ja, die laufen ja nicht weg, das ist ja das Gute. Ab und zu kommen hier noch so ein... Was ist denn das hier überhaupt? Ein Bergbauschiff durch? Ja, die parken hier aber auch einiges an Zerstörer. Die Station ist allerdings auch nicht zu unterschätzen. Ach, guckt mal an hier. Moräe haben wir denn jetzt hier aktuell mit drin? 114. Da sind noch ein paar Odachi übrig. Sind das noch die alten? Ja, das sind noch die alten. Die geben wir jetzt einfach hier der Station als Verteidigung. M-Schiffe haben wir einige. Ich glaube, von den neuen Odachi, die wir jetzt nachgebaut hatten, wir hätten sie auch umrüsten können, aber das ist ja so auch okay. Haben wir jetzt 240 Stück. Weiß gar nicht, werden aktuell keine gebaut. Wir sollten mal noch ein paar Moräe in Auftrag geben. Schmeißen wir mal hier 100 rein. Insgesamt können wir auch mal gucken, wie es mit dem Geld aussieht. Haben wir hier auch noch mal ein paar Millionen verdient. Unabhängig davon, dass wir auch noch Schiffe produzieren. So, und der Bau hier, da hapert es glaube ich immer noch so mit den terranischen Waren, da kommt echt zu wenig rein.
Zwei Sünden sind bisher fertiggestellt. Na, hier geht's auch nicht weiter. Da fehlen einfach die Waren. Wir haben hier allerdings genug zwischengebunkert. Hier mal Waren transferieren. Bis das Teil hier mal fertig wird. Ja, Moment mal. Baulager müssen wir das hier draufschmeißen. So, was fehlt der Station noch? Wir nehmen Siliziumgedöns da. Nehmen wir die Helios 11. Hier. Sollten wir auch mal eine Begrenzung reinmachen. Die können wir runterschrauben. Dann werden die Sünden auch ein bisschen flotter gebaut. Der nächste Sektor ist soweit durch. Hier wird soweit alles angeliefert. Da unten geht es nur noch um zwei Stationen. Hier. Ja, bei den Siliziumraffinerien, die Händler, die haben nicht allzu viel zu tun. Ja, wir bekommen das Silizium echt schwierig bei.
bin ja echt froh, wenn wir jetzt hier fertig sind. Das ging am Schluss dann doch relativ schnell mit der Aufteilung. Sind wir als eigene Fraktion hier integriert? Ich glaube, wir sind sogar größer als die meisten. Ja, die Teladi haben recht viel. Argonen. Aber wir haben echt viele Sektoren, da wir, dadurch, dass wir die Pio-Sektoren auch noch mit eingenommen haben. Wie sieht es denn hier aus? Wir machen jetzt immer den Sinser rein. Ich möchte jetzt nämlich gerne endlich mal noch was anderes machen. Die Flotte darf jetzt mal hier noch das Schiff zerstören. Hier ist sowieso nichts mehr. Im Grunde können wir uns die Patrouille auch sparen. Die Null hat auch nichts zu tun. Die sollten jetzt alle hier in die nächste bzw. letzte Station fliegen. So, und das Dingens hier soll jetzt auch jeden Moment fertig sein. Veteranisches Stationssicherheitssystem. Erwarte Befehle. Medikamentenfabrik. Gott sei Dank. Erwarte Befehle. Hier noch eine Station. Hier wieder so einen kleinen Bug hier vorne drin. Obwohl, ich muss ja gestehen, ich habe ja mit Bugs eigentlich echt wenig Probleme gehabt im kompletten Spielstand oder auch in den letzten. Verstehe gar nicht, warum da so viele so massiv Probleme haben. Bei mir ist es eigentlich relativ überschaubar. Das eine oder andere tritt mal auf, okay. Aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. So, wir gehen jetzt mal auf Range, dass wir das sind abbekommen. Und dann können wir das auch hier alleine machen lassen. Wir springen einfach mal hier auf einen anderen Zerstörer. Die lassen wir jetzt hier einfach das Ding hier angreifen. Erreiche Orge Wolke. So, einmal Befehl raus und nochmal drauf.
Computronik-Substratfabrik. Oh, da geht einiges. Die Asgard feuert hier auch noch mit ihrem Strahl. Ja, und damit hätten wir die eigentlich komplett durch. Jetzt gucken wir mal hier. Da sind die letzten Module im Bau. Wir können prinzipiell... Ah, hier fehlt noch ein Manager, sehe ich gerade. Station. Damit sollten wir eigentlich alle haben. Das ist ja ein farbenfrohes Bild hier, wenn die Station explodieren. Und dann können wir jetzt auf die hier auch die Miner draufsetzen. So, Methan, Flüssigkeit, das heißt, wir brauchen Gasminer. Da hatten wir ja schon welche eingekauft. Genau, einmal die Bluetooth hier. Weiß gar nicht, wie viele wir da brauchen werden. Wir setzen da jetzt, na, wir machen auf jede 4, komm. Wenn die Langeweile haben, können wir immer noch schauen. Wir haben da jetzt 4 Graphen auch mit drauf. So, checken wir das einmal. Achso, die haben noch überhaupt keinen Namen. Graphen machen die. So, das ist dann die Y hier. So, dann haben wir die auch hier mit drin. Die bekommen dann auch noch Transporter. Damit sollten eigentlich alle bestückt sein. So, das passt. Das heißt, die kaufen dann oder transferieren die Energiezellen und sollten dann auch das Graphen rüberschaufeln. Dann müssen wir das vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Und prinzipiell können wir dann hier schon mal den Einkauf auf Graphen mit reinnehmen. Das heißt, Graphen wird eingekauft. Das hier wird noch ein interessanter Parkbereich. So, und die da oben, die sind ja da nur wegen den Rohstoffen. Wie sieht es denn da eigentlich mit dem Bau aus? Da kommen jetzt die Waren so langsam angeschippert. Nanotronik hatte ich hier noch gar nicht mit draufgepackt, das machen wir dann gerade noch. Machen wir einfach mal die 12. Und ich weiß gar nicht, wo wir das noch einkaufen können.
Also unterm Strich wird es wahrscheinlich genauso lange dauern, als hätte man einen Komplex gebaut mit den ganzen Transportern, die man da drauf ansetzen muss. So, wir haben hier gar nicht genug, sehe ich gerade. Haben wir nicht noch eine Helios gehabt, die noch ein paar übrig hatte? 41, mal gucken, ob das hier noch reicht. Ja, das passt. Erwarte Befehle. Dann werden die Stationen gebaut und dann haben wir so die Grundversorgung für die ganzen Schiffe hier. Erwarte Befehle. So, der letzte Sektor ist übernommen. Jetzt gucken wir hier mal Mars. Ich will das jetzt mal nochmal prüfen bezüglich den Stationen. Autopilot eingeschaltet. Geben aber auch nicht auf hier mit ihren Bauten. So, wie sieht's hier aus? Die letzte Station ist dabei. Leerer Raum. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. So, letzte Station. Autopilot ausgeschaltet. Kann ich da keinen zuweisen? So, die Ortsche Wolke, Hüllenteile. Ach so, die hat gar nicht mehr. Gut, dann müssen wir eben noch welche einkaufen. Und Nanotronic brauchen wir dann auch noch. Autopilot eingeschaltet. Oh,
Hier ist noch eine Katana. Viele Schiffe, die wir hier echt noch rumstehen haben. So, das dürfte jetzt eigentlich die letzte Station gewesen sein, theoretisch. Leerer Raum. Autopilot ausgeschaltet. Hier ist auch nichts im Sektor mehr. Autopilot eingeschaltet. Leerer Raum. Das Radar geht 300 Kilometer. Also dann hätten wir, denke ich, doch das schon drauf gehabt auf dem Radar. Ich hoffe, die geben das irgendwann auf, denn sind wir so ein bisschen... Autopilot ausgeschaltet. Nee, hier ist auch sonst nichts. So, damit sind die Flotten alle soweit durch. Das heißt, die ganzen Flotten, die jetzt nichts zu tun haben, die schieben wir jetzt mal dorthin, wo wir ein bisschen Platz haben. Machen wir, holen wir doch einfach hier den Sektor. So, wo sind die? Getsufuna. Die 4 ist hier unten. Was machen denn eigentlich die Xenon? Da passiert auch nicht allzu viel. Wollen wir den Bau hier noch zerstören? Das Fleisch können wir unten noch machen. Da sollte eigentlich nichts reinkommen. Und die Flotten, die jetzt hier zur Verteidigung stehen, die können wir abbrechen. Die ziehen wir auch mal hier rein. Dann haben wir alle Flotten dann hier im Triumph und dann werden wir die neu formieren. Wir haben ja noch zwei Asgard hier übrig. Und zwei Syn. Weitere zwei Syn sind im Bau. Das sieht insgesamt gut aus. Eigentlich viel los, dafür, dass wir gar nicht so viele Stationen haben, aber das war auch extra so gewollt, weil die L-Schiffe, die hätten auch ewig lange gebraucht, bis die immer durch die Highways geflogen wären. Und eigentlich ist das hier auch ein sicherer Raum jetzt, von daher alles super. Und dann können wir überlegen, wie wir das jetzt hier aufziehen, das machen wir so ein bisschen nebenher. Denn das ist jetzt hier wirklich ein Projekt für eine längere Zeit, hier das nach und nach aufzurüsten. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall Verteidigungsflotten aufstellen an den Eintrittspunkten. Da haben wir hier die 4 da oben schon stehen.
Die drei schieben wir einfach hier unten hin. Oder auch nicht. Oh ne, Schiff beschützen wollen wir ja gar nicht. So, die Supporter sind an sich. Die stellen wir jetzt hier mal alle auf Angriff. Abfangen ist prinzipiell ja gut. Aber bei Angriff reagieren die ja genauso, wenn die in den Bereich reinkommen. So, und die Quallen, die können wir einfach mal damit drauf lassen. Ich glaube, die 2K sind ja auch schon hops. So, die 2 hat hier schon Schiffe verloren. Das lassen wir mal außen vor. Mal gucken, wie wir es gestalten werden. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal hier die Flotten neu bauen. Das werden wir nicht mehr so aufwendig machen, wie wir es hier gemacht hatten mit den ganzen Unterformationen. Das ist einfach viel zu viel Aufwand, finde ich. Das werden wir so in der Form nicht mehr machen. Die werden zwar genauso viele Schiffe haben, aber wir werden es anders zuweisen. Einfach pro Zerstörer hier Alpha, Beta, die ganzen S&M-Schiffe rein. Wir müssen es aber auf die Zerstörer verteilen, dass die einfach ein bisschen clever aufgeteilt sind. Wir werden da keine Verteidiger mehr mit reinpacken. Machen wir alle auf Angriff. Das sollte genauso gut funktionieren. Müssen wir hier noch ein bisschen warten, bis die alle da sind. Die Syn können wir dann auch in unsere Flotte integrieren. Wir haben jetzt genug Schiffe produziert, um das Ganze hier nochmal aufzuziehen. Und wenn die zwei Syn fertig sind, ja, keine Ahnung. Mal schauen, wie wir das machen werden. Aber so im Großen und Ganzen sieht das doch schon gut aus. Hier wird wieder versucht, was zu bauen. Das ist halt echt ein bisschen nervig, aber sollte eigentlich auch vorbeigehen. Was war noch mit der Yasur hier unten? Schauen. System, Segaris. Sir? Autopilot, ausgeschaltet. Wir müssten eigentlich alles haben. Kommt er denn hierher? Autopilot eingeschaltet. Erreiche System. Gaias Verkündung. Autopilot ausgeschaltet. Leerer Raum. Sieht doch noch irgendwas.
Bayer, Angreif, unbekannte Station. Ach Gott, hier sind hier noch zwei Stationen und auch noch ein Raum doch. Was haben die hier neu gebaut? Ich glaube, ich muss hier mit allen Krieg anfangen. Unglaublich. Wir hatten den ja Raumdock ja eigentlich schon zerstört. Autopilot. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Leerer Raum. Ach, ein paar Xenon haben wir auch. Schön. Raumdock der Segaris-Pioniere. Naja, okay, ist noch minimalistisch. Aber die werden halt Angreifer unterstützt. Ja, solange die Fraktion an sich Geld hat, kann die natürlich auch immer wieder was aufziehen. Denn mit den Terranern will ja außer die Pio ja keiner was zu tun haben. Beziehungsweise da fliegt auch keine befreundete Fraktion hin, um zu handeln. So, wie sieht es denn hier mit dem Silizium aus? Läuft doch so langsam. So, die Preisgrenze, genau, die hatten wir ja rausgenommen. Das müssen wir bei Graphen auch noch machen. Da kommen die ganzen Zerstörer noch mit rein. Wir müssten aber noch einige folgen. Dass die auch nicht einfach aufgeben können. Könntet ihr mal kurz hier einmal helfen? Ja, da handeln auch die Teladi da unten.
Naja, das werden wir dann noch klären. Die Waren kommen hier so langsam rein. Das Konstruktionsschiff sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Wo fliegt der Kollege denn jetzt hier hin? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ans Baulager. Müssen wir echt die Baulager zerstören? Ja, offenbar müssen wir das. Das ist halt so ein nerviges Unterfangen mit den Baulagern. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.